fine. Pep is the boss. Robin! Ein unfassbares Tor! But here's Messi. Away from two, three, four. Wonderful, wonderful, wonderful. In dem Spiel kam leider ein gegnerischer Spieler und das war bis heute der asozialste Gegenspieler, den ich je hatte. Er hat mich nicht beleidigt, aber er hat das geschafft, was du bei einem Spieler, wenn du ein dreckiger Spieler bist, ihn runterzumachen. Das, was im ersten Jahr U19 damals gesagt wurde zu mir, im zweiten Jahr Wirklichkeit wurde eigentlich. Ja. Er hat gesagt, du wärst der nächste Profi gewesen. Wir waren uns alle sicher, du bist der nächste Profi. Ein Jahr jetzt her in die Türkei gegangen, nach Trabzon. Okay. Nicht Trabzonspor, sondern eine zweite Mannschaft mäßig von denen, die aber unabhängig von denen war. Was wird gemacht? Ein Jojo-Test. Und von diesen 25 Leuten bin ich zu den letzten vier geblieben. Da habe ich gesagt, ja, Coach, wie sieht es denn bei mir aus? Er hat gesagt, was spielst du nochmal für eine Position? Ich habe gesagt, ich spiele 6. Ah, für deine Statistik ist es Katastrophe. Und ich habe mich, an dem Tag habe ich dann aber auch realisiert, okay, ich bin umsonst da. Die wollen mich eigentlich gar nicht. Hab mir das angeschaut, dann habe ich noch ein paar Tage Urlaub gemacht. Ja, und dann bin ich zurück nach Erlangen gekommen, beziehungsweise in die Heimat zurück nach Fürth. Und kurz bevor ich in die Türkei gegangen bin, hat damals Eltersdorf zu mir gesagt, die haben gesagt, wenn Türkei nicht klappt, wir nehmen dich nicht auf. Ach so. Und der Verein ist damals in die Regionalliga aufgestiegen. Okay. Und ich habe mir gedacht, entweder Regionalliga oder wirklich professionell. Ja. Und ich bin froh, dass ich trotzdem auch mit diesem Risiko diesen Schritt gewagt habe und gesagt habe, okay, ich mache das. Und das habe ich auch zum Glück gemacht, habe die Erfahrung gesammelt, bin zurückgekommen, bin dann zum RC Rhein, zu ATSV gewechselt. Und seitdem spiele ich jetzt meine zweite Saison drüben. Dabei hier, ne? Ja, das ist das, was ich so erlebt habe und gesehen habe bisher. Ja. Es war natürlich sehr schade damals mit 18, 19, das realisiert man erst jetzt so wirklich. Aber so wie es heißt, das Leben geht weiter. Ja. Was sind deine Ziele für die Zukunft jetzt noch, für dich selber, also sportlich? Für mich selber ist natürlich, dass ich auf jeden Fall noch höher gehen will. Das auf jeden Fall, ob es am Ende reicht, das werden wir sehen. Ja. Ich will es auf jeden Fall, andererseits bin ich noch jung, 22, aber für den Fußballeralter auch schon mittlerweile alt. Ja. Aber ich will es probieren. Ja. Weil wenn ich es probiere, dann weiß ich am Ende, kann ich zu mir selber sagen, du hast es versucht. Ja. Das ist für mich das Wichtigste. Ja. Wir werden sehen, ich werde alles dafür tun. Ja. Ob es dann klappt, müssen wir einfach sehen, was die Zeit gibt. Ja. Habe ich noch Fragen, kurz. Jetzt von als Beispiel Fürth, Jugend und jetzt Herrenfußball. Was waren für dich die Unterschiede? Also von Trainingspensum, von Tempo her? Also das Trainingspensum ist bei Fürth oder allgemein bei professionellen Vereinen in der Jugend viel mehr. Du trainierst einfach öfters. Es ist nicht unbedingt immer intensiver, aber der Aufwand ist einfach, dein zweites Zuhause ist sozusagen ein Trainingsgelände. Ja. Das ändert sich im Herrenbereich bzw. im Amateurbereich, ändert sich das. Ja. Es kommt aber auch immer auf den Verein an, ob der Verein wie oft er trainieren will. Ja. Aber als ich damals von Fürth zu Eltersdorf gegangen bin, war das schon ein krasser Unterschied. Ja, okay. Dieses weniger Training, auch wenn es nur einmal Training war. In der Liga war es dann sogar zweimal weniger Training. Echt? Ja, das war echt. Am Anfang waren es dann nur zweimal in der Liga. In der Bayernliga? In der Bayernliga am Anfang. Okay, das haben wir dann geändert, indem wir gesehen haben, okay, wir sind immer besser und besser. Ja, ja und dann vom Spieltempo her war U19 Bundesliga, wie gesagt, bisher das Beste, was ich gespielt habe. Von der Qualität der Spieler auch viel besser, aber, und das merkst du einfach im Herrenbereich, das Körperliche und das Abgezockte, das Erfahrene ist im Herrenbereich viel, viel besser als im Jugendbereich oder in der U19-Bundesliga, was ich gespielt habe. Aber vom Tempo her, vom Taktischen her und alles, wie da gespielt wird mit ein, zwei Kontakten, wie da auf alles geachtet wird, ist in der Jugend oder war es in der Jugend damals viel besser bei mir. Wie war so eine Trainingswoche mit Spiel bei Fürth, von Montag bis Sonntag? Also wir haben damals meistens Samstag gespielt, das hieß Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag Training. Okay. Mittwoch war frei, Samstag Spiel. Wenn wir Sonntag gespielt haben, war Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag noch in der Früh Training und dann Sonntag gespielt. Also Montag war immer meistens Krafttraining und normales Training, Dienstag war das härteste Training, weil dann nächsten Tag frei hattest. Okay. Am Donnerstag wurde nochmal angezogen und am Freitag war Läufe meinst du, ne? Oder? In der Vorbereitung, ja, aber in der Liga nicht. Also das Training mit dem Ball war einfach intensiv. Okay.
Und dann am Freitag war immer nur locker ein bisschen Spaß haben, ein bisschen anschwitzen, Torschuss, Eckler. Okay. Das war das lockerste Training immer. Und wie waren so diese Fahrten einfach mal zum Auswärtsspielen? Das war immer cool, weil du wusstest, okay, jetzt spiele ich gegen einen professionellen Verein. Und du wusstest auch als junger Spieler, egal in welchem Alter, mit 15, 18 oder auch mit 19, wenn du Gas gibst, dann kannst du eventuell auch von größeren Vereinen Angebote bekommen. Und es war einfach cool, aber auch zu sehen auf dem Platz, du spielst hier nicht gegen irgendeinen Verein, sondern du schaust auf den Wappen, da ist ein Bundesligist vor dir. Ja. Und das ist auch so, in der U19-Bundesliga sind halt Scouts ohne Ende außen. Ne? Da sitzen 20 Leute mit der Hand in der Zettel und schreiben jede Aktion drauf, was du machst, was du schlecht machst, was du gut machst. Ja. Und auch die Euphorie und das Coolste und so ist es immer auch im Herrenbereich, es war immer die Rückfahrt, wenn du gewonnen hast. Ja. Hast halt immer gefeiert und Spaß gehabt. Ja. Aber es gab auch Spiele, wo wir einfach auch mal abgeklatscht wurden. Okay. Also zum Beispiel? Gegen zum Beispiel? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Aber auf jeden Fall irgendwann war es mal, dass wir, da war ich sogar leider, was heißt leider, mal nicht dabei, aber ich habe es dann nachhinein, mit 15 Jahren, sind die Spieler damals nach Stuttgart gefahren, sind mit einer 6-0 Niederlage nach Hause gekommen. Ja, das war damals. Aber es war halt einfach, es war auch mal cool, woanders zu übernachten. Ja. Du hast dich wie ein Profi gefühlt, bist einen Tag vorher raufgefahren, hast du übernachtet am nächsten Tag mit Frühstück, bisschen anschwitzen und dann ist halt spielen. Ne? Ja. Das war schon cool. Wir haben in geilen Stadien gespielt oder geilen Anlagen gespielt. Damals in Freiburg war es richtig cool oder in Bayern München im Campus. Ja. Da haben wir drin gespielt. Das war schon echt coole Erfahrungen. Noch eine Frage hätte ich noch. Gab es auch bei euch schon Geld? Bei uns gab es Geld, ja. Also bei Fürth war es recht wenig. Also Durchschnittsgehalt sage ich dir mal zwischen 200 bis 500. Ist das was? Ja, damals war es okay. Ja. Ich glaube sogar ein, zwei Jahre später, wo ich rausgegangen bin, war es sogar noch höher, habe ich gehört. Okay. Ob es mittlerweile immer noch so ist, keine Ahnung. Da habe ich leider nicht viel gespielt, weil... der Trainer hat mir am Anfang das Vertrauen eigentlich gegeben, dass ich die Chance bekomme. Kurz vorm ersten Spiel hat er mich einfach auf die Bank gesetzt und das hat sich dann mitgezogen. Und als junger Spieler kommst du von einem NLZ, erwartest, dass du spielst und gehst davon auch aus, dass du spielst. Ja. Und das nimmt einen schon einerseits schon mit. Und mit dem, was ich noch all davor erlebt habe und alles, bei Fürth war es dann irgendwann so, dass du einfach keine Lust mehr hattest und dann auch nicht mehr gescheit trainiert hast und dann automatisch auch nicht mehr gespielt hast. Ja. Und dann genau eigentlich, wo ich dann die Kilos auch runterbekommen habe und gesagt habe, jetzt ist meine Chance, kam dann leider Corona. Okay. Ja, das war dann die aktive Zeit von Corona. Aber mittlerweile, jetzt ist mein drittes, aber ab dem zweiten Herrenbereich habe ich zum Glück auch ohne Verletzung bisher und alles immer gespielt. Trainer, alles passt bei dir top. Also ja, also ich kann mich bisher überhaupt nicht beschweren. Wie gesagt, erstes Jahr Herren war es ein bisschen anders. Wenn ich einen Trainer gesehen habe, der hat auf ältere Gesetze, das hat man einfach gesehen, auch wenn er zu dir gesagt hat, du bist ein guter Spieler, du gefällst mir als Spieler. Ja. Er hat doch die Spieler vorgezogen, die schon ein paar Jahre in der Liga hatten. Mhm. Aber menschlich waren bisher alle Trainer gut und auch die, von der Erfahrung her oder von den Jugendbereichen, was sie bisher alles so mitgenommen haben, war echt, alles hatte ich echt nur gute Trainer bisher. Okay. Dann noch eine Frage, so als Tipp für die jungen Spieler, was sie achten sollen, oder bei der Ernährung, vielleicht Training, was sie machen sollen, um einfach... Also ich kann jetzt nicht viel sagen, weil ich selber jung bin, aber das, was ich mitgeben kann, ist auf jeden Fall das Wichtigste im Fußball, ist in erster Linie dein eigenes Selbstvertrauen. Ja. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, kannst du so der beste Spieler sein, der beste Techniker, wenn du es nicht auf den Platz bringst und zu dir selber sagst, ey, ich hab's drauf, dann kannst du nichts. Ja. Das zweite ist, und das unterschätzen leider viele, aber es ist einfach die Wahrheit, dass du einfach Glück brauchst. Okay. Du musst manchmal echt am richtigen Ort sein, manchmal die Chance bekommen und die musst du auch nutzen. Ja. Aber andererseits, viele reden ja vom Glück, sage ich jetzt mal. Ja. Sagen, ja, der hat halt einfach an diesem Tag Glück. Ja. Aber du musst dein Glück andererseits auch dir erarbeiten, die erzwingen. Ja. Dann ist es nicht mehr auch am Ende Glück. Er hat uns einfach pure Arbeit. Oder? Pure Arbeit und auch andererseits auch Kunst, weil du dir einfach all die Jahre oder all die Wochen, sage ich mal, einfach dir erarbeitet hast. Ja. Das ist das Wichtigste und was auch noch wichtig ist, in deinen Videos war es vorher auch so, die gesagt haben, ja, immer mehr machen, mehr machen. Ja. Es ist auch so, aber ich empfehle, man soll zwar mehr machen, man soll auch seine Schwächen trainieren, aber meine Empfehlung ist, seine Stärken am meisten zu trainieren. Ja. Weil das, deine Stärken,
machst du auch immer im Spiel. Ja. Also das, was du schlecht gemacht hast, das übst du vielleicht immer noch, ja, aber nichtsdestotrotz überwiegt das, was du eigentlich drauf hast. Ja. Und deshalb sage ich immer, übe an deine Stärke, ist es dein Schuss, ja, ist es dein Läufer, ist es dein Zweikampf. Ja. In erster Linie sage ich immer, übe deine Stärke, ja, und dann deine Schwäche. Ja. Was war dein bestes Jahr? Bestes Jahr war, ja, damals mein zweites Jahr U19. Also die Anfangszeit, kurz, okay, bevor ich die Sperre kassiert habe, ja, weil ich da am fittesten war, ja, weil ich da größten Selbstvertrauen hatte, ja, und da lief einfach alles perfekt. Ja. Das war bisher das Beste. Mhm. Im Herrenbereich war mein zweites Jahr sehr gut. Viel gespielt, viel Torbeteiligungen, ja, und einfach auch damals um den Aufstieg gespielt, mhm, was echt Bock gemacht hat. Eine mit coole ATSV, Truppe, mit ATSV in meinem, ja, ersten Jahr, ja, auch eine coole Truppe gehabt. Also das waren jetzt aber von all dem, was ich bisher so erlebt habe, und waren wirklich, also Ende U17 hat es angefangen, ja, erste U19 ist ein bisschen runtergegangen, aber so wirklich meine Primetime, sage ich mal jetzt, ja, war zweite U19. Okay, stark. Cooles Gespräch auf jeden Fall. Türkei auch gewesen mit deinen streitenden Spielern im Spieljahr, das war auch krass. Aber okay, cool. Das war's eigentlich mit dem Video. Ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Und lass ein Abo da. Ganz wichtig. Abonnieren, kommentieren. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Damit der Bruder hier ein bisschen Brot bekommt. Eigentlich hattest du sogar noch eine Frage, Digga. Was Frage hattest du gehabt? Was für Frage hattest du? Deine Dings härteste Niederlage. Kannst du kurz erwähnen, wie das gegen uns war? Wie das war, gegen SG Nürnberg zu verlieren in der BOL. Von den Leuten erzählt. Damals war so ein, muss ich jetzt sagen, und ich falsch verstehe, so ein dunkelhäutiger Hinten. Der war der schlechteste Spieler bei SG Nürnberg. Okay. Aber der hat jeder davon rumgesprochen, der kann nichts. In dem Spiel hat er das Spiel seines Lebens gemacht. Wie war das mal, ey? Und deshalb haben wir leider verloren. Achso. Ich glaube, dann musstet ihr Läufe machen, stimmt das? Ja, das stimmt. Wegen dem dunkelhäutigen. Also. Ja, okay. Lasst ein Abo da. Falls er das überhaupt mit reinschneidet, Burak muss jetzt los. Der hat doch was vor. Der geht jetzt natürlich trainieren. Nicht, also hoffe ich zumindest, ne? Nicht. Ansonsten, ja. Wie gesagt, lasst ein Abo da. Abonnieren. Abonnieren. Ja. Abonnieren, subscribing. Und den Bruder auf Insta folgen. Bruder auf Insta folgen natürlich. Burak Alvars, da brauchst du ein Abo. Okay, genau hier. Genau hier. Okay, ciao. Bro. Muss los. Ich danke dir. Oh, nein, das war geil. Reicht schon, Bro. Nein, nein. Star. Alles, Bro. Danke dir, ne?